Millionäre denken aber niemals linear. Spitzenleister und Reiche denken niemals linear, sondern exponentiell. Und das ist so. Eine Kurve, lange flach, eine Kurve und dann bang. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich werde immer gefragt, wie bekomme ich meine erste Million in nur 7 Jahren? Und wenn ich dann diesen Menschen sage, dass sie einfach meinen 6 Schritten folgen müssen, meinen 6 Schlüssel zur ersten Million, dann schauen sie mich sehr skeptisch an. Sagen sie so Dinge wie, ja, wenn ich das nachrechne, dann muss ich ja so und so viel 1.000 jeden Monat sparen, sonst klappt das nicht. Und ich sage dann, das ist keine Millionärsmathematik. Millionärsmathematik ist was ganz anderes. Was du mir hier sagst, wenn du also jeden Monat so viel sparen musst, dann ist das linear gedacht, linear, eine lineare Linie. Millionäre denken aber niemals linear. Spitzenleister und Reiche denken niemals linear, sondern exponentiell. Und das ist so. Eine Kurve, lange flach, eine Kurve und dann bang, geht's nach oben. Und in diesem Video verrate ich dir Millionärsmathematik. Ich gebe dir erstmal ein Beispiel. Angenommen, du schaffst es im ersten Jahr, 10 Euro zu sparen. Jahr 1, 10 Euro. Also das ist wirklich nicht viel, oder? Aber vielleicht bist du verschuldet. Und wenn du es dann schaffst, deine Schulden loszuwerden und 10 Euro Guthaben anzuhäufen, nee, dann wärst du eine satte Leistung. Aber weißt du, was noch viel schwieriger ist? Du sagst vielleicht, lieber Bodo, ich glaube nie, dass ich in 7 Jahren 1 Million habe. Und deswegen kannst du dir deine 10 Euro irgendwo hinstecken. Und dann gibst du die 10 Euro einfach aus. Aber wenn du das wirklich machst, wenn du sagst, okay, in meinem ersten Jahr möchte ich 10 Euro Guthaben aufbauen. Und die lege ich irgendwo auf dem Bankkonto. Da gehe ich nicht dran. Dann hast du eine ganze Menge erreicht. Besonders, wenn du dieses Jahr nutzt, um zu lernen, reich zu denken. Indem du dir alles reinziehst, was du über Millionäre und von Millionären bekommen kannst. Zum Beispiel alles, was ich dir sagen kann. So, und jetzt machen wir mit der Millionärsmathematik weiter. Von jetzt ab nimmst du nämlich das Ergebnis immer mal 10. Du multiplizierst es also mit 10. Das heißt, dein Ziel für das zweite Jahr ist es, die 10 Euro vom ersten Jahr mit 10 zu multiplizieren. Du willst also im zweiten Jahr 100 Euro aufbauen. Das Schwierige daran ist, dass du von da ab weiter an diesen Plan glaubst. Und dass du dich weiter vorbereitest, dass du weiter Bücher liest, dass du dir weiter Videoseminare reinziehst, dass du vielleicht noch Live-Seminare besuchst, dass du vielleicht einen oder anderen reichen Menschen kennenlernst und dir Tipps geben lässt, dich coachen lässt. Wenn du es dann am Ende des zweiten Jahres geschafft hast, 100 Euro aufzubauen, dann hast du also insgesamt 110. Jahr 2, 110. Ziel in 7 Jahren, 1 Million. Und jeder, der jetzt linear denkt, der sagt, das kann doch gar nicht klappen. 10 Euro im ersten Jahr, 100 im zweiten Jahr. Wie soll denn daraus in 7 Jahren 1 Million werden? Durch Millionärsmathematik. Im dritten Jahr musst du jetzt 100 mal 10 nehmen, also 1.000 Euro aufbauen. Und auch da ist klar, das kannst du schon noch schaffen. Du hast dich jetzt ja schon 2 Jahre mit Geld beschäftigt, plus das dritte Jahr. Und du hast dann dir auch den einen oder anderen Kurs reingezogen, das ein oder andere Buch gelesen. Du hast Menschen kennengelernt, die ebenfalls auf diesem Weg sind. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Freund austauschen müssen, weil der eine Freund vielleicht dauernd sagte, du bist bekloppt, du spinnst. Und du dann verstanden hast, das ist ein Lineardenker. Das sind Leute, die einfach nur einen Job suchen, um möglichst sicher, möglichst viel Geld zu verdienen, sich dann aufs Wochenende freuen und später auf die Rente. Und du sagst, das reicht mir nicht, das passt nicht mehr so richtig. Aber du sagst, ich will mehr. Ich will Millionär werden. Ich will finanziell frei werden. Und du fängst an, immer mehr an die Millionärsmathematik zu glauben, obwohl du das eigentlich noch gar nicht kannst. Hey, du hast 110 Euro bis jetzt gespart. Wie kannst du daran glauben? Aber die Zeit verändert das in dir. Das erste wirklich kritische Jahr ist das vierte. Du musst jetzt die 1.000 Euro aus dem dritten Jahr verzehnfachen, also 10.000 Euro zusätzlich ansparen.
Und ich erkläre dir gleich die Grundsätze, wie das geht. Aber lassen wir erstmal bei dem Rechenbeispiel bleiben. Im fünften Jahr musst du also dann die 10.000 Euro verzehnfachen, also 100.000 aufbauen. Im sechsten Jahr die 100.000 verzehnfachen, kommst du auf 1 Million. Im sechsten Jahr. Und genau da steigen die meisten Menschen, spätestens da steigen die meisten Menschen gedanklich aus, weil sie sagen, es ist unmöglich. Wie soll ich denn von 10.000 auf 100.000 steigern? Noch ärger, wie soll ich von 100.000 auf 1 Million kommen? Und jetzt kommst du in den Bereich des exponentiellen Wachstums. Lass mich dir etwas Wichtiges sagen. Erstens, die meisten Millionäre, nämlich 80%, haben die erste Million in 7 Jahren oder schneller aufgebaut. Die meisten Millionäre in 7 Jahren zur Million gekommen. Und alle diese Millionäre haben exponentielles Wachstum gelebt. Sonst hätte es nicht geschafft. Das heißt, in Jahr 1, in Jahr 2, in Jahr 3 ist so gut wie nichts geschehen. Und auf einmal ist die Kurve angezogen, durch die Decke gegangen. Lass mich dir jetzt die Gründe geben, warum das funktioniert. Und es gibt dafür 2 Gründe. Der erste ist Raumgeschwindigkeit. Das muss ich natürlich erklären. Es gibt ja so etwas wie Erdanziehungskraft. Wenn also eine Rakete aufsteigen will, dann braucht die Rakete unglaublich viel Treibstoff, um die Erdanziehung zu überwinden. Wenn sie aber erstmal im All ist, kann sie alle Triebwerke im Grunde genommen abschalten, weil wir dann Raumgeschwindigkeit haben, Schwerelosigkeit. Ich muss da nur etwas antippen in der Schwerelosigkeit. Bing! Und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Was soll das heißen für uns? Die Erdanziehungskraft, das sind unsere Gewohnheiten und unsere Glaubenssätze. Die halten uns zurück. Wir sind ja da, wo wir sind, weil wir bestimmte Glaubenssätze haben. Und aufgrund dieser Glaubenssätze haben wir bestimmte Gewohnheiten. Aber diese Glaubenssätze können wir verändern. Und dafür brauchen wir eine ganz bestimmte Zeit. Der eine kann das ein bisschen schneller, der andere braucht ein bisschen länger dafür. Der eine schafft es vielleicht in 1 Jahr, die meisten brauchen 2, 3 oder 4 Jahre. Aber wenn du das geschafft hast, dann hast du plötzlich Raumgeschwindigkeit. Und dann treiben dich deine neuen Glaubenssätze und deine neuen Gewohnheiten wie von alleine an. Wirst du dadurch reich? Nö, natürlich nicht. Aber dadurch hast du die Voraussetzung für Reichtum geschaffen. Und dann bist du für den 2. Punkt offen und das ist Skalierbarkeit. Skalierbarkeit bedeutet, du schaffst einen Wert und diesen Wert kannst du verkaufen. Es kann ein Produkt sein, kann eine Dienstleistung sein, was auch immer. Du musst nur lernen, es zu verkaufen. Du musst lernen, ein solches Produkt zu entdecken oder zu schaffen und es zu verkaufen. Und wenn du das kannst, dann fragst du dich, wie kann ich es immer wieder verkaufen? So wie ich ein Buch geschrieben habe. Einmal habe ich das geschrieben, habe ich es verkauft und wieder verkauft und wieder und immer wieder verkauft. Es verkauft sich im Übrigen immer noch. Also irgendwo auf der Welt werden jeden Tag von mir Bücher verkauft. An manchen Tagen auch ein paar mehr. Oder nimm mal einen Song. Du nimmst einen Song auf und der wird ein richtiger Erfolg. Und dann verdienst du immer wieder Geld daran. Mit einem Film ähnlich. Ja, du wirst am Umsatz beteiligt. Immer wieder. Wie erreichst du Skalierbarkeit? Indem du einen Wert schaffst und dann ein System schaffst, dass du immer wieder Geld verdienen kannst. Da stellt sich sofort die Frage, kannst du das? Also du, kannst du das? Und wenn deine Antwort nein ist, dann ist das nicht das Problem der Skalierbarkeit. Die gibt es trotzdem, die stimmt trotzdem. Skalierbarkeit funktioniert, wir erleben das jeden Tag auf der Welt, sondern es ist die Frage von Punkt 1. Von deiner persönlichen Erdanziehungskraft. Du glaubst das nicht. Du glaubst es nicht, weil du bestimmte Glaubenssätze hast. Glaubenssätze kommt von Glauben. Du glaubst nicht, weil deine alten Glaubenssätze dich klein halten und gefangen halten. Und deswegen sage ich ja in unserem Beispiel, fang einfach mal an mit 10 Euro im ersten Jahr. Mit 100 Euro im zweiten Jahr. Mit 1000 Euro im dritten Jahr. Weil ich weiß, dass du Zeit brauchst, um deine Glaubenssätze zu verändern. Zumindest wenn du so bist wie ich. Ich habe die Zeit gebraucht. Schau dir Videos an von Menschen, die da sind, wo du sein willst. Das wird dir helfen, deine Glaubenssätze zu verändern. Lies Bücher von solchen Menschen. Geh auf ihre Seminare. Umgib dich mit diesen Menschen, die dir positiven Input geben. All das führt dazu, dass du irgendwann mal Raumgeschwindigkeit hast. Dass du schwerelos unfassbar viel Geld verdienen kannst. Das musst du erstmal gar nicht glauben. Also du musst nicht glauben, dass du das kannst. Aber eins solltest du verstehen, das ist Mathematik.
Das ist die Hochzahl aus der Potenzrechnung. Exponentieller Erfolg ist reine Mathematik, da kann man gar nicht diskutieren, das gibt's. Linear entsteht nichts Großes. Aber durch die kleine Hochzahl, so 2 hoch 2, 5 hoch 2, geschieht das, was andere Menschen als Wunder bezeichnen. Und diese kleine Hochzahl, die besteht aus zwei Dingen, nämlich aus Erdanziehungskraft und Skalierbarkeit. Also Glaubenssätze verändern, Gewohnheiten verändern, damit die Erdanziehungskraft überwunden wird und dann ein System schaffen, das skaliert. Da gibt es die Menschen, die sagen, solche Systeme gibt es nicht, das funktioniert alles nicht, jedenfalls nicht für mich, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Ja, da musst du eine Menge lernen. Du musst lernen, wo du solche Produkte entdeckst oder schaffst, wie du das machst. Du musst lernen zu verkaufen, wie du daraus ein System machst, dass du immer wieder Geld gewinnst. Ja, das muss man lernen, das kostet Anstrengung, aber es ist da. Und du musst entscheiden, willst du das oder willst du das nicht? Willst du irgendwelche Ausreden haben, ich kann das nicht, in meinen Umständen geht das nicht, in meiner Welt kommt das nicht vor? Oder willst du sagen, hey, wenn das so Leute geschafft haben wie der Bodo Schäfer, warum kann ich das nicht? Vielleicht sagst du, ich kann nicht verstehen, wie dieser Erfolg entsteht, dieser Knick, wenn es dann endlich nach oben geht. Weil mit 10 Euro im ersten Jahr, was ist das? 100 Euro im zweiten, 1000 im dritten. Das ist doch nichts Sichtbares, da komme ich doch der Million gar nicht richtig näher. Doch kommst du, du kommst näher. Du kommst nämlich näher an die Stelle, an der du durch die Decke gehst. Das ist wichtig, diese Vorbereitungszeit, um dahin zu kommen, wo es dann mit dem Swash nach oben geht. Und wenn du näher an diese Stelle kommst, wo du dann wirklich durch die Decke gehst, dann hast du irgendwann die Vorbereitung abgeschlossen und du hast Raumgeschwindigkeit erreicht. Jetzt reicht ein Antippen und du bewegst dich exponentiell. Was heißt eigentlich Potenzzahl? Was heißt potenzieren? Das heißt erhöhen, steigern. In der Mathematik ist das, dass eine Zahl sich mit sich selber multiplizieren lässt. Du kannst lernen, dich mit dir selber gewissermaßen zu potenzieren, indem du nach und nach das wirst, was ich dein höheres Ich nenne. Und alle Weisen der Welt. Dein wirkliches Sein, deine höhere Möglichkeit, dein höheres Selbst. Du kennst das vielleicht, dass erfolgreiche Menschen sagen, welchen Rat würde dir dein erfolgreiches 80-jähriges Ich geben? Ich kann dir sagen, was dein 80-jähriges, erfolgreiches, weises, Multimillionär-Ich sagen würde. Es würde sagen, arbeite an deinen Glaubenssätzen. Ändere deine Gewohnheit. Schaffe einen Wert, der Probleme für andere löst und lerne den Verkauf und den Verkauf zu skalieren. Oder es würde sagen, und dann bist du in 7 Jahren Millionär.